Jahr ist die Sportgymnastik-Weltmeisterschaft in Deutschland. Das ist doch echt Zeit, dass wir mal wieder einen Film über eine deutsche Gymnastin machen. Da wir ein Russland-Sender sind, trifft es sich gut, dass die beste deutsche Gymnastin ursprünglich von da kommt. Jana Beretsko-Magranda hat in Moskau gelebt, bis sie 11 Jahre alt war. RSG hat sie da schon länger gemacht. Und gleich nach ihrem Umzug hat ihre Mutter sie in Fellbach vorgestellt, wo die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Die haben sie dann gleich bei sich aufgenommen und seit 7 Jahren lebt sie in Deutschland. Seitdem ist sie viel auf den wichtigsten Wettkämpfen weltweit unterwegs, wie hier bei einem in Frankreich, wo unser Gymnastikexperte Marc gefilmt hat. Janas Leben ist sportlich echt eine Erfolgsstory. Mit 14, wo sie erst 3 Jahre in Deutschland war, hat sie ihren Durchbruch bei der Junioren-Europameisterschaft geschafft. Sie hat dort mehrere Medaillen gewonnen. Auch bei der Olympiade 2012 war sie in London dabei und sie ist heute deutsche Meisterin in fast allen Geräten. Bei der WM ganz in der Nähe von ihrem heutigen Wohnort in Stuttgart wird sie dann auch auf die mächtige Konkurrenz aus Russland treffen, die in der Nähe von Moskau trainiert, ihrer alten Heimat. Im letzten Jahr haben die Russinnen Jana Kudryavtseva und Margarita Mamun bei der WM die Goldmedaillen unter sich aufgeteilt. Das werden starke Gegnerinnen von Jana aus ihrer früheren Heimat. Aber sie wird die neue garantiert mit viel Eleganz vertreten. Wenn ihr mehr über Jana wissen wollt, hier neben mir ist ihre offizielle Homepage eingeblendet und auch bei Facebook findet ihr eine Fanseite. Da könnt ihr gleich Kontakt knüpfen und ihr und den anderen deutschen Mädchen im Herbst die Daumen drücken, wenn es in Stuttgart heißt, Weltmeisterschaftszeit in der Sportgymnastik. Tschüss!